Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei unserem K-Werk. Wir sind heute bei unserem Bus zugange, dem T6 4Motion, mit dem 150 PS Motor, 2 Liter TDI. Und wir haben uns dazu entschlossen, weil ich es ja in einem der Videos irgendwann mal erzählt hatte, dass es demnächst mal nach Island geht. Apropos, bei uns gewittert es gerade, also es könnte gleich sein, dass es gleich kurz mal einen Donner gibt. Wenn nicht, dann ist halt einfach so. Auf jeden Fall geht nach Island, deswegen braucht er auch ein paar besondere Ausstattungen dafür. Und wir haben uns dazu entschlossen, einen Schnorchel zu verbauen, weil man ja hin und wieder auch mal eine Flussdurchquerung hat. Von daher ist es der Bravo-Schnorchel geworden. Ist auch der günstigere von den beiden verfügbaren Schnorchel. Es gäbe noch den Seike-Schnorchel, den ich an sich auch sehr schön finde, wenn man einen Schnorchel schön findet an seinem Auto. Ich finde es persönlich passt eigentlich zu dem ganzen Motto von dem Auto. Und auf jeden Fall der Bravo-Schnorchel ist ein Ticken günstiger, hat auch eine leicht andere Optik, zeigen wir euch ja natürlich gleich. Und ich würde vorschlagen, wir packen jetzt mal hier kurz ein bisschen aus. Im Endeffekt, das hier ist jetzt quasi das Rohr, was dann gleich die A-Säule hochgeleitet wird und sozusagen dann von oben die Luft ansaugt. Hier haben wir noch ein Verbindungsrohr. Ich vermute mal, das wird es sein, was dann später im Wasserkasten läuft. So, dann haben wir hier ein weiteres Verbindungsrohr. Hier ist schon wieder so viel Plastik auf dem Tisch. Gar keinen Platz mehr hier. So, was haben wir denn hier noch? Dann haben wir oben die Haube quasi. Der Ansaugstutzen. Den brauchen wir als letztes. Boah, gehen wir gar nicht rein. Hier haben wir so ein bisschen Kleinzeug, Befestigungsmaterial, Bohrschablone, auch ganz wichtig. Und macht man die mit Schrauben. Magneten fest? Oder wie bitte? Wenn die mit Magneten festgemacht werden? Mit Klettband. Mit Klettband und Pflastern wird er festgemacht, ja. Nein, ich meine, die Bohrschablone wird mit Magneten? Nee, die wird noch grundsätzlich mit Spucker festgemacht. Genau, also, mit Spucker, ja. Okay. Ganz professionell, so wie Daniel macht dann. Okay. Und dann hängt's. Nee, Klebeband. Ganz entspannt, ja. Oder Magneten, ja, kannst machen. Also, kannst du halten wie ein Dachdecker. Ne, Freunde? Nee, genau. Also von daher hier noch ein zweites Verbindungsrohr. Jetzt ist der Karton auch leer. Ich würde vorschlagen, Daniel, was ist der erste Schritt? Ja. Muss auf jeden Fall als erstes die Ansaugung lösen. Okay, die Ansaugung lösen. Die normale Ansaugung, die hier in den Kühlergrill reingeht. Ja. Auch am Luftfilterkasten. Die fliegt einfach raus, ne? Genau, die fliegt komplett raus und du machst den ganzen Deckel ab. Den also erstmal alles freibauen. Okay. In der Zeit mache ich die Stiftaufgabe und ich mache sauber. Du machst sauber. Du baust aus, ich mach sauber. Okay, machen wir so. Dann sehen wir uns gleich. Ach, nochmal zur Info. Soundcheck serienmäßig müssen wir jetzt nicht machen, weil du hörst nichts, das ist ein Diesel. Aber, weil ich es ja von dir kenne, du hörst danach was. Und da geht ja auch das Herz ein bisschen auf. So, von daher werden wir dann nachher auf jeden Fall nochmal einen Soundcheck machen. Weil aktuell haben wir hier auch einen Pipercross-Filter verbaut. So ein Lifetime-Filter, ähnlich wie K&N, bloß ohne dieses Öl. Beziehungsweise ist geeigneter für Motoren mit Luftmassen oder Luftmengenmesser, was wir hier in dem Fall haben. Von daher wird sich, glaube ich, gleich echt gut anhören. Und das gucken wir dann auf jeden Fall auch nochmal. Warum? Okay. Was meinst du gerade? Ich würde gerne wissen, warum wir gerade die Scheibenwischer abschrauben. Damit wir die Wasserkastenverkleidung demontieren können. Weil wir ja hier hinten drin quasi gleich unser Rohr durchlegen müssen. Okay. Unser Verbindungsrohr vom Schnorchel. Wohin geht das Verbindungsrohr? Der Schnorchel sitzt ja hier außen drauf. Holt sich von da oben die Luft. Ja. Geht dann hier durch. Also in den Wasserkasten rein. Und dann geht, glaube ich, da. Da geht dann quasi, kommt dann das Rohr wieder raus. Und hier müssen wir halt ein Verbindungsrohr verlegen. Ja. Und dann wollen wir gleich quasi so hier dann wieder unten rein. Du könntest es auch ohne machen, aber dann brichst du die Finger dabei. Ja. Oder du machst das ganze Teil kaputt. Na gut. Und dafür gibt es so geile Helfer, weil, wie ich das bei mir gemacht habe, da ich mir richtig abgekriegt. Weil dieser Mist meist so festgegammelt ist. Süß, dass wir sowas in so klein haben. Warte, da komm in der Mitte, dass du nicht so. Jo. Hast du? Ja. Alles gut. Kann man gleich noch mal ein bisschen sauber machen, ne? Ja, brauche ich. Okay, Leute, wir sichten quasi gerade eigentlich mal alle Teile, die wir noch hier so als Kleinteile dazu bekommen haben.
Im Endeffekt hier ein paar Schellen, noch eine Schelle wird wahrscheinlich im sichtbaren Bereich landen. Dann den Halter hier für den sichtbaren Bereich. Hier noch ein Dichtring, gleich als Adapter, diverse Schrauben. Dann hier, die gehören dazu. Dann hier noch die, so Plastikspreizmuttern und Unterlegscheiben. Das Wichtigste allerdings von der ganzen Geschichte ist, dass wir gleich auch gute Arbeit verrichten können, ist nämlich der Sticker. Nein. Die sind die Bohrschablonen hier. Die sind ungemein wichtig für uns. Das hier ist Zertifikat. Toll, super. Unbedenklichkeitserklärung. Muss das eigentlich eingetragen werden? Nee, offiziell nicht. Kannst es aber machen. Genau, aber deswegen liegt halt hier diese Unbedenklichkeitserklärung bei, sodass du halt dann halt was vorweisen kannst im Falle der Fälle. So, das hier ist der Installation Guide. Okay, gut. Den brauchen wir jetzt nicht, weil wir haben ja hier den erfahrenen Daniel dabei. Bohrschablone für Kotflügel. Die suchen wir jetzt. Das ist die 8. Die 8. Muss irgendwo noch drin liegen. Oh Mensch. Ohne die wird's tricky. Ja, und das ist die Bohrschablone für was? Das ist für das schwarze Blech zur Durchführung dann. Ah, okay. Aber es muss ja eigentlich irgendwo sein, ne? Ja. Was machen wir? Wir suchen weiter, ne? Müssen wir. Wir haben ein Problem. Wir haben wirklich alles durchsucht. Wir haben einen Karton aufgeschnitten, alles wirklich durchgekramt und so. Aber wir haben nur diese Bohrschablone, die wir später hierfür brauchen. Aber wir haben nicht die Bohrschablone, die wir hierfür brauchen. Von daher müssen wir uns jetzt ein bisschen was ausdenken. Wo stand das hier? Wie wir es anders hinbekommen. Genau, das Teil haben wir nicht. Die 8, glaube ich, war das, ne? Ja. Ja, die 8. Und die Schablone haben wir, die da? Genau, aber nicht die 8, genau. Und deswegen müssen wir ein bisschen was ausdenken und wir haben ein riesengroßes Glück da, dass Daniel hier ist mit seinem Bus, weil nämlich er den Schnorchel auch verbaut hat und es ist haargenau der gleiche Bus. Von daher, man sieht es da, baut er jetzt quasi gerade schon seinen Schnorchel ab, sodass wir quasi jetzt gleich uns eine eigene Schablone bauen können, um dann halt bei uns am Bus dann wieder das quasi gleich übertauschen können. Ne? Und so sieht das Ganze aus. Hat er schön gebaut. So wird es hoffentlich bei uns auch gleich aussehen in der Position. Also weitergehen, wo wir eigentlich vor einer Stunde schon gewesen wären? Ja. Wir sind jetzt gerade so weit, dass wir die neue Schablone, die wir uns angefertigt haben, sie ist nicht schön, aber erfüllt ihre Funktion. Achtung, ich muss genau eigentlich... Dann willst du da erstmal. Ja, dann haben wir halt so ein bisschen einseitige Belastung. Egal, nicht schlimm. Nicht schlimm. Wir befestigen sie jetzt quasi gerade am Bus wieder und können jetzt eigentlich mit dem weitermachen, was, wie Adi schon meinte, was wir vorhin schon machen wollten. Und zwar die Löcher hier in die Karre reinbohren, weil das nämlich der Part ist, der am meisten Spaß macht. Wie viel Loch ist denn das mittlerweile? Im Auto? Das zweite eigentlich, ne? Also in die Außenkarosse? Strom? Nee. Ach nee, Strom, Solar und jetzt der, ne? Ja, Dachdurchführung gab es auch noch, ja. Ja. Auch ja. Irgendwie sowas, ja. Kommen auch noch ein paar dazu bestimmt. Ach, Standheizung gibt es auch noch. Stimmt, die sieht man bloß nicht, ne? Die sieht man bloß nicht, genau. Ja. Also Freunde, es ist schon immer schöner,
wenn man eine Bohrschablone hat für solche Sachen. Weil es eigentlich dann, ich meine, das haben sich dann Leute ausgesagt, die dieses Produkt entwickelt haben. Und du musst dann nicht selber nochmal irgendwie Hand anlegen oder so. Von daher war das jetzt schon echt ärgerlich. Aber wir haben ja keine zwei linken Hände, ne? Und deswegen... Ja, Eigenlob stinkt. Am Ende passt der Schnorchel nicht. Nee. Das werden wir erst am Ende des Videos sehen, ne? Ja. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal durch. Und dann sehen wir uns, wenn wir den Schnorchel einpassen. Deswegen sagte ich ja, die Löcher, die können wir hinterher machen. Ja, das machen wir auch. Hast du die schon angekörnert, die anderen? Also nehmen wir Schablone ab. Naja. Für dieses eine Loch? Das müssen wir nicht gleich kaputt machen, aber. Nicht gleich kaputt machen, aber die ganze kaputt machen. Einfach mal so ins Auto reinbohren, das ist nicht alltäglich. Was denn? Da einfach so ein Loch durchzunageln. Ja. Ich glaube, ich ist unten schon ein bisschen tief. Ja, ne? Ich muss. Das ist einfach nur, dass du keinen Schlag kriegst. Ah, okay. Besser ist es, oder? Ja. Schon wieder super intelligent von mir, dass ich keine Brille trage. Sag mal kurz, wie fühlt sich das an? Nicht so gut. Also es ist einfach ein riesen Durchmesser und deswegen ist es alles ziemlich... Du hast so viel Druck auf den Kodi drauf, ne? Ja, ziemlich. Also, sie fliegt nicht durch besser nur diesen kleinen Rand als sonst. Ich meine, es wird ja jetzt alles demnächst kaschiert dann vom Schnorchel. Und da kommt jetzt... Genau, jetzt werden wir das Ganze hier nochmal ein bisschen schön feinschleifen. Kannst du nee, hier, was der Nils hat was für dich. Kannst du dir jetzt Umhängekette machen. Oder, ganz schlau, wenn du den nächsten Lackschaden hast, zum Auslesen. Ja, ja, schön. Aber den Lackschaden hast du ja, nicht ich. Weiter geht's mit Grundierung. Beziehungsweise Versiegelung. Und da hinten, da du bist noch nicht fertig. Nehme ich auch noch ein Loch durch. Ja, stimmt. Du machst es wieder gleich. Ja, und der zweite wird jetzt wirklich funny. Jo, ich muss jetzt hier mal kurz, können wir einen Zeitraffer machen? Sicherheitsbrille. Das erste Loch ist durch. Jetzt muss die Schablone wieder durch den Cookie. Damit wir dann. Guck mal dahin. Oh ja. Da. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. In der Tat. Wir sind durch, meine Freunde. Hervorragend. Hallo. So, es ist echt laut bei uns aktuell, weil die ganzen Jungs hier noch arbeiten da hinten. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier quasi beide oder alle Löcher hier unten drin. Haben jetzt hier auch schon lackiert und werden hier gleich die Nietmuttern einziehen, die M6er, die dazugehören und dann den Schnorchel quasi einmal montieren sozusagen
ohne dass er oben schon montiert ist, weil da ist aktuell nur angezeichnet. Aber ich möchte sicher gehen, halt quasi, dass der Halter von dem Schnorchel, der hier an die A-Säule rankommt, dass der halt richtig sitzt. Und deswegen einmal quasi unten Drehmoment, ich meine, das ist nur handfest, einmal draufgeben und dann halt quasi einmal ranhalten und dann, ja, genau, gucken wir, was wird. Nee, auf jeden Fall, so ist der aktuelle Stand der Dinge. Zieht sich alles ein bisschen, gerade auch durch die fehlende Bohrschablone. Und genau, wir futtern jetzt erstmal was, lassen das hier noch weiter trocknen und dann geht's weiter. So, wir haben frisch gespeist, ist mittlerweile auch schon relativ spät, machen eigentlich ganz entspannt und es gab ja auch relativ viele Sachen zwischendurch zu tun, aber mittlerweile ist wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt, das ist echt geil. Löcher an der A-Säule hier haben wir jetzt angezeichnet, die werde ich jetzt vorbohren mit 2 mm und danach mit 3 mm. Werde dort keine Plastikmuttern sozusagen einbohren oder einsetzen, weil ja, es erscheint mir einfach nicht so krass viel sinnig und wir machen da jetzt quasi mit den Schrauben einfach rein, dass sie da schön reinziehen und versiegeln das Ganze dann mit Sikaflex. Sollte auch, denke ich, gut passen. Ich denke mal ähnlich gut, wie man halt die Bohrung der Plastikmutter halt dann versiegeln würde. Wir machen jetzt mal weiter und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die Schlauche verrohren. Oder die Schläuche montieren, so rum, schwieriges Deutsch. So, Freunde der Nacht, die Laune ist gut, wir haben es geschafft. Ist jetzt soweit alles verbaut bei dem guten Kollegen hier. Handschuhe haben ein bisschen gelitten. War wirklich ein bisschen anstrengend, die ganzen Schellen da unten festzuziehen und so weiter und so fort. Wir sind beide übelst durch, es ist jetzt schon echt spät. Ich würde vorschlagen, machen wir die Karre an, hören wir uns das Ganze mal an. Weil in Kombination mit dem Piper Cross Filter müsste das eigentlich hier schön am Beifahrerfenster eigentlich echt vernünftig klingen. So. Schlüssel gebe ich dir. Kündchen. Schlüssel vergessen, Freunde. Kann ja mal passieren. Da hoffen wir mal, dass er keinen Fehler schmeißt. Nein, sollte er ja nicht. Machst du Fenster noch runter? Perfekt. Aroma. Keilriemen ist am Start. Mein Keilriemen quietscht ein bisschen. Der kommt morgen dran. Komplett mit Rolle. Gib mal ein bisschen Gas. Ich würde sagen, Freunde, das war es auf jeden Fall von uns jetzt hier mit diesem wunderschönen Geräusch. Verabschieden wir euch. Wir sehen uns im nächsten Video und wie immer, freuen uns immer über ein Abo und ein Like. Und wenn ihr Fragen habt, haut es immer in die Kommentare. Haut da rein.